Soll ich's machen? Genau in den Arsch. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr inzwischen auch schon 15 Parts von diesem Teil geguckt habt. Ihr seid echt super Leute. Und wir sind das letzte Mal stehen geblieben, dass wir mit dem Herrn Hans uns ein bisschen betrunken haben, beziehungsweise er hat ein bisschen Speck oder Schinken gegessen und er hat uns über Scarlett ein wenig ausgefragt. Wir haben ihn ein wenig über seine Eltern ausgefragt und jetzt geht es darum, sich kurz schlafen zu legen, damit wir morgen früh, also jetzt dann gleich, auf die Jagd gehen können. Mit warten meinte der, also wirklich warten. Oh, guck mal, hier ist ein Bogen drinne. Und Pfeile. Ne, ich nehme gerade alles mit hier. Dörrfleisch. Jagdpfeil. Ganz geil. Oh, wir sind mit einem Bogen. Ich liebe Bögen. Rüsten wir uns doch gerade mal aus. 30 Pfeile. Ein Bogen. Verbesserter Jagdpfeil. 80 Stück. Oder 10 Stück. Ah, das ist der Schaden. Der macht 80 Schaden. Wettkampfpfeil. Der macht 100 Schaden. Wir nehmen erstmal die normalen Pfeile. Gehen wir mal hier auf Waffen. Der normale Jagdpfeil macht 80 Schaden. Das ist okay. So. Und jetzt müssen wir noch bis zum Morgen uns hinlegen. Beziehungsweise warten. Steht in der Früh einfach. Kann man sich hier hinlegen? Ah, tatsächlich hier. Ist ja sehr bequem, einfach da auf dem Boden mit einer Jacke zugedeckt, meine Freunde. Sehr in der Früh, hat er gesagt. Ich sag 5 Uhr morgens. Ja, ja, ja. Also, Komfort ist natürlich nicht so besonders hoch am Boden. Sattheit 33, Energie. Aber dafür ist Energie und Gesundheit ganz aufgeladen. Ich hab ganz schön Hunger, sagt er jetzt sicher. Hey! Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Hä? Soll ich's machen? Genau in den Arsch. Machen wir nicht. Oh. Das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Kann ich den Pfeil auch wieder einsammeln? Ja. Sehr schön. Nein. Hey. Kann ich den Hund wecken? Gegenstand kochen. Den Hund oder was? Das ist das Lagerfeuer, aber ich zeige auf den Hund, da steht Gegenstand kochen. Aufwachen. Aufwachen. Aufwachen, Hans. Er hat gesagt, früh am Morgen. Komm, wir wecken den. Ist mir egal. Herr, aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel. Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Ah, jetzt müssen wir noch ein bisschen länger warten. Ja gut, okay. Ich tue einfach wirklich warten. Ja, komm, also, 6 Uhr. Bin mal gespannt, ob das ihm reichen wird. Also, laut dem Kompass hier, also dieser Sonnenuhr, sollte ja jetzt wirklich Sonnenaufgang sein. Also, jetzt kann er sich echt nicht mehr beschweren. Gut, jetzt ist gut. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ja. Da wäre noch was. Hä? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Was? Ah, ja, super. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Was hat der für Probleme? Wirklich? Ein solch namhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, das finde ich geil. Und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Habe ich schon genommen. Du kannst dich gern bedienen. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat.
Gewiss, Herr. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Okay. Hör schon auf. Wir haben jetzt bis zum Mittag Zeit. Oh nein, ich deppert vergessen. Ah, warte. Ich habe dir auch Fleisch eingesammelt. Kann ich das auch essen? Trockenobst. Ja, sehr schön. Oh, hat nicht viel gebracht. Da war doch noch Fleisch drin. Ich kann mich dran erinnern. Nahrung. Hier, Dörrfleisch. 10 Stück. Sehr schön. Perfekt. Die haben an alles gedacht. So, das finde ich geil. Misst dich mit Herrn Hans in der Hasenjagd. Die Wette beginnt. Ich muss so viele Hasen wie möglich erledigen, bevor es Mittag wird. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Oh, das ist geil. Okay. Ich tue nur schnell den Platz, auf dem wir uns befinden, tue ich markieren, dass wir auch wieder hierher finden. So. Und jetzt geht's los. Jetzt könnte ich eigentlich auch dem Hans einfach nachlaufen. Er hat ja gesagt, er kennt gute Plätzchen. Ist er mir so fies? Ja, weißt du, das ist auch unfair. Der hat auch noch Hunde bei sich dabei. Okay. Schauen wir mal, Leute. Wir sind auf der Jagd. Bis zum Mittag. Also müssen wir jetzt echt so lange durch? Ja, egal. Wir müssen die Zeit ab und zu im Auge behalten. Wir haben es jetzt 8:15. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben. Bis um 12. 12:15. Wo sind denn hier Hasen? Ist das schwer? Man hat ja schon vorhin gesehen, beim Bogenschießen, ein paar Parts vorher, dass ich mich da noch nicht so geschickt angestellt habe. Aber Leute, ich sag euch, ich habe geübt, heimlich. Im Raum von Geist und Zeit, mit dem Herr Kayo. Für die Leute, wo die Anspielung verstanden haben, können wir mal ein Like nach oben da lassen. Oder irgendwie sowas. Okay. Hasen. Sind hier irgendwo welche? Ich sehe ja gar keine. Gibt's da irgendwelche Tricks? Zeig mal her. Lass mal lesen. Nach einer kurzen und alles andere als einvernehmlichen Einigung brachen wir gemeinsam. Aha, das, okay, ja. Mhm. Ja, nee, da steht nichts drin zum Thema Hasenjagd. Ob es irgendwelche Tipps gibt, die ich beachten könnte. Ich könnte natürlich auch schummeln. Interessanter Ort entdeckt. Zeig mal her. Ja, hier ist ja nichts. Ich dachte, das wäre so eine geheime Jagdhütte. Und wir könnten jetzt hier irgendwie Hasenfleisch stehlen. Das wäre natürlich mega. Das ist ein Hase, Leute. Psst. Zeig mal her. Als ob ich den treffe von hier. Juhu! Erwischt! So geil! Sehr schön. Plündern. War das überhaupt? Das sieht aus wie ein Reh. Aber das war gar kein Hase, das war ein kleines Rehkitz. Er legt es. Nein, kann man nicht das blöde Zeug, was da stand, auch irgendwie nochmal aufrufen? Nee, geht nicht. Scheiße. Tut mir leid manchmal für die Ausdrücke. Das steht manchmal so schnell da, ich bin da am Plündern und da steht schon was und ich kann gar nicht so schnell lesen hier. Meine Augen gehen jetzt in zwei Richtungen, meine Freunde. Da ist was. Nee, war das ein Blatt? Es ging ja drum, Hasen zu... Das sieht mir nach Fallen aus hier irgendwie. Ja gut, wir sollen ja Hasen erledigen und nicht, Rehkitze. Aber schon mal cool, dass ich den getroffen habe. Richtig schönes Bild wieder mal. Also manchmal muss man echt einfach die Landschaft genießen. Sind Hasen nicht sogar eher auf offenem Feld als im Wald drinne? Oder irre ich mich da? Also der Hans... Oh nein, komm schon! Leute! Ey, das ist nicht schlecht hier, Hasenfleisch. Ah, ich glaube, das vorher war auch ein Hase gewesen, oder? Guckt euch das Bild mal an, Alter. Das ist doch schön gemacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wir haben eine Hütte entdeckt. Ist aber nichts zu holen. Wie das sagt die Zeit? Hä? Warte mal.
Ah, wir haben 7. Ah, wir sind um 6 aufgestanden. Eine Stunde ist schon vergangen. Jetzt haben wir noch 3 Stunden Zeit, 5 Stunden Zeit, noch ein paar Hasen zu erledigen. Seht ihr was? Oh, da hinten sind ganz viele! Ah ne, das sind Rehe. Keine Chance, die zu jagen wahrscheinlich. Guck mal hier. Ey, jetzt passt auf, jetzt treffe ich, musst gucken. Einfach so ein Blindshot. So. Das wäre es jetzt, hätte ich das erlegt. Nee, Rehe sind zu schwierig. Habe ich keine Chance. Aber wir haben schon ein paar Hasen erledigt. Das ist ja schon mal schön. Zwei Stück haben wir schon erledigt. Das war doch ein Hasen. Zeig mal hier. Nahrung? Ja, da im Hasenfleisch. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Hase gewesen. Wir entfernen uns aber mega weit von unserem Standpunkt. Ist das überhaupt richtig? Aber haben sie echt richtig gut gemacht. Auch mit den... Ein Grab entdeckt. Hab natürlich jetzt... lass mal gucken. Habe ich noch meine Schaufel oder habe ich die verkauft? Ah, ich habe die verkauft. Hätte ich das Grab ausheben können. Ist ja kein Mensch hier. Ja, habe ich verkauft. Schade. Hätte mich mal interessiert, was da drin ist. So. Irgendein Horse am Rumhüppeln? Auch nicht. Schade. Ich glaube, wir sollten langsam wieder... Das vorhin waren aber garantiert Rehe gewesen und keine Hasen. Wir sind natürlich auch mit der Rüstung extrem laut. Wir sollten die vielleicht mal ausziehen. Und die ist auch extrem schwer wahrscheinlich. Also den Helm können wir sowieso ausziehen. Den brauchen wir nicht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, das Ding will ich auch ausziehen. So. Die Handschuhe können wir auch ausziehen. Also die Armschienen. Jagdhandschuhe. Ah, die habe ich ja an. Das ist ja gut. Ah, hab ich noch diesen Sehnenschutz? Nicht, gell? Nicht so schlimm. Das ziehe ich auch noch aus. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch nicht mehr so viel Energie beim Rennen. Oh. Meint ihr? So. Oh, das war aber ganz schön knapp gewesen. Ich würde gern so ein Reh erledigen. Aber die gehen so auf Distanz. Ja, nee. Weil Bogenschießen sind hier echt nicht einfach. Weil vor allem auch nicht mal ein Fadenkreuz da ist. Das wäre jetzt mega lustig, wenn mir jetzt... Wir könnten Happen vertragen. Da hinten läuft der. Ich wollte gerade sagen, wenn mir jetzt der Hans über den Weg läuft, aber da hinten ist er. Stellt euch vor, ich würde den jetzt einfach umbringen. Ich wette, das würde gehen, aber ich frage mich, was dann passieren würde, auch mit der Story und allem. Hm. Ist das das Nase? Hä? Mann, den habe ich doch getroffen! Also Hasen sind um einiges einfacher wie Rehe. Der bleibt wenigstens auch irgendwie stehen. Oh, komm jetzt! Warte, ich muss das, den Bogen ein bisschen rausfinden. So. Zack. Ey. Will der mich verarschen? Das reicht. Oh nee, der ist zu schnell. Das funktioniert nicht. Da ist noch ein Hase. Och komm schon, da sind gerade 2 Hasen. Ey. Hey, ich krieg das nicht hin. Ich muss etwas zu essen besorgen. So. Das knurrt der Magen. Mann, ich stelle mich aber auch dumm an, was das... Da muss ich echt noch üben. Der ist gerade am Kacken da, der Hase sieht zumindest so aus. Mann, der ging gerade durch die Ohren durch. Jetzt! Mann! Bleib doch stehen, du blödes Vieh. Das gibt's nicht. Mann, wo ist denn der hin? Hä? Och Mann. Ich hab gerade nach dem anderen Hasen geguckt und dann war der schon weg. Wenigstens haben wir ein paar erledigt. Was sagt die Zeit? 9 Uhr? Ne, 8 Uhr haben wir's. Hm. Wir brauchen aber noch ein paar.
Also ich würde zumindest nicht mit 3 erlegten Hasen zum Hans zurückgehen, ist ja peinlich. Vor allem, so gut wie der schießen kann, der hat sicher mehr. Ich schätze mal schon, dass er ungefähr 5 bis 10 Hasen erledigt haben wird. Mann, da waren 3 Hasen gerade eben und ich habe nur einen erledigen können. Hey, willst du mich verarschen? Ah, man kann ja... Kann man nicht mit rechts die Luft anhalten? War das nicht so? Nee. Ich dachte, das wäre so gewesen irgendwie. Och Mann, komm schon. So müsste es einfacher sein. Leute, die Aufgabe ist schwer für mich. Ey. Ihr glaubt mir, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Der bewegt vor allem den Arm extrem schlimm mit... Ja! Endlich! Hasenfleisch. Oh. Da ist noch einer? Haben wir keine Pfeile mehr, oder was? Haben wir die jetzt echt alle verschossen? Nee. Ja! Oh, das ist da hinten bestimmt ein Hasenbau oder so. Lass mal gucken. Aber wir sind überladen. Scheiße. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss was wegwerfen. Oh, das ist aber richtig viel wert. Ich muss ja nicht unbedingt sprinten. Das ist sicher so ein Hasenbau. Deswegen sind hier auch so viele Hasen. Ich hätte in der Kiste im Lager, hätte ich ein paar Sachen abladen sollen. Wie viel Hasenfleisch haben wir denn überhaupt schon? Lass mal nachgucken. 17 Stück und 51. Hä, wieso? Ist doch dasselbe. Gegenstandsstufe. Oder, ach, ich weiß doch auch nicht. Seht ihr noch welche? Hm. Ich glaube, wir haben jetzt langsam genug Fleisch, nicht? Da ist einer. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, dass ich mit so einem blinden Schuss nicht treffe, ist eigentlich klar gewesen. Mann, wo ist denn der hin? Oh, so mühsam. Der hoppelt jetzt hier frohmunter durch den Garten, durch den Busch. Mann! Gut, ich wäre auch natürlich quer durchs Gebüsch gelaufen. Ah, da ist er. Also manchmal spinnt der Bogen ein bisschen. Da muss man den wegpacken und wieder rausholen. Keine Pfeile mehr, oder? Ja, keine Pfeile mehr. Wettkampffall, verbesserter Jagdfall. Komm, davon haben wir noch 80 Stück. Vielleicht fliegt der auch besser. So. Hä? Habe ich getroffen? Nee. Sehr schön. Jagen, neue Stufe. Oh, lasst mal gucken, ob wir Inventar... Spieler? Aber wir sind so allgemein... Ah, wir können ja hier noch Dings, so Sachen freischalten, stimmt's? Lernen, Speer. Was bringt das? Erhöht geringfügig die Sichtweite bei der Schnellreise, sowie die Chance auszuweichen um 10%. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Und umgekehrt. Finde ich alles noch gar nicht mal so geil. Asket. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 50% stärker. Finde ich gut. Das machen wir. Wart im Kampf. Verteidigung, Axt, Bogenschießen kann ich noch nichts machen. Axt, Verteidigung, Kampf. Da kann ich was lernen. Schrecken.
Der Reiter. Du kannst Feinde aus dem Sattel heben. Das lasse ich alles noch hier. Da tue ich jetzt noch nichts skillen. Habe ich den Hasen geplündert schon? Ja, habe ich gemacht. Da haben wir noch einen. Das ist doch einer, oder? Ja. Oh, jetzt komm, Mann. Der Pfeil fliegt aber auch irgendwie immer ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. So. Neue Stufe erreicht beim Bogen. Was sagt die Zeit? Gerade mal kurz nach 9. Aber ich sollte, glaube ich, langsam zum Lager zurück. Ich denke, jetzt habe ich echt genug. Oh, wartet mal. Du kannst ja mal probieren. Ich würde zu gern treffen. Nein! Komm schon. Können wir schleichen nochmal? Wie ging denn das? Hä? Den habe ich erwischt! Reg mich doch nicht so auf! Was? Keine Pfeile mehr oder wie? Oh. Die habe ich noch. Ey, jetzt kann ich nicht daneben schießen. Komm schon. Ey, komm! Ey! Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Och nö! Stell dich nicht so dumm an. Ey, den will ich noch erledigen. Komm, bitte! Ja! Erwischt! Das war's. Ich glaube, jetzt haben wir eindeutig keine Pfeile mehr. Aber ich habe den erwischt. Kann der vielleicht nicht mehr weglaufen? Doch, der kann auch weglaufen. Ich kann nicht mehr rennen. Scheiße. Einen Moment. Ich will das Vieh erledigen noch. Info ausschalten. Komm, ein Helm, den lassen wir liegen. Halt. Nein, nicht die Groschen. Bist du dumm? So. Hä? Ist nicht weit. Getrocknete Pilze. Reicht noch nicht. Irgendwas müssen wir noch liegen lassen. Komm, hier den Knüppel. Reicht auch noch nicht. Mann, hier, das hier. So. Jetzt können wir das Ding holen. Go, go, go. Mann, das hat einen Pfeil stecken. Kannst mir nicht sagen, dass das so schnell ist. Das hatte einen Pfeil stecken gehabt. Oh, so schade. Wir haben echt keine Pfeile mehr, oder? Das Ding hätte ich echt noch erledigt gerne. Nee. Ja, okay. Können wir nichts machen. Gut, wir sollten den Hans langsam wieder treffen. Beziehungsweise der Part ist jetzt, glaube ich, auch langsam fertig. Und ich glaube, ich verabschiede mich jetzt langsam schon mal. Ist ja nicht mehr weit, oder? Ne, wir sind gleich da. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, meine lieben Freunde. Und ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und ja, waren jetzt halt Jagen dem Part gewesen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Hans jetzt drauf reagiert, was wir so alles erlegt haben, dann hoffe ich, schaltet ihr auch zum nächsten Teil wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Nier, haltet die Ohren steif und ciao!